Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Ja, ihr seht's, wir spielen diesmal Evolent Nummer 2. Oh yeah, es ist lange, lange her, da habe ich auf meinem Kanal auch schon Evolent gezockt und es war damals echt, also hat mir richtig Spaß gemacht, das Spiel. Und es war eine kleine Überraschung damals, Evolent 1. Und ja, immer mal so eine kurze Einführung für das, für die Leute, die nicht wissen, um was es geht. Ich meine, die Sachen, also ich glaube, Teil 1 und Teil 2 wird, glaube ich, nicht zusammenhängen. Ich denke es mal nicht, ich habe keine Ahnung. Aber Teil 1 war ja eher so eine, ja, so eine Entwicklung, wurde da gezeigt von den alten 8-Bit-Rollenspielen über 16-Bit, über 32-Bit und bis 3D und hast nicht gesehen. Da wurde quasi so eine ganze Rollenspiel-Ära komplett zusammengefasst in einem Spiel und das war total cool irgendwie gemacht. Und ja, hier ist endlich mal Teil 2. Ich wusste gar nicht, dass es schon draußen ist. Vorhin ganz zufällig drüber gestolpert und gewundert, wow, es ist schon da, cool, gleich mal laden und zocken mit euch. Und ja, ich denke, dass Evolent 2 das Ganze ähnlich macht. Es gibt, glaube ich, ein paar mehr Genres, das in dem Spiel drin ist diesmal. Nicht nur Rollenspiel, glaube ich. Aber es wird wieder viel mit alten Game-Einlagen, neu, alt, hin und her und Kram. Und hast nicht gesehen, wird es alles geben. Ja, ich meine, einige werden es bestimmt auch kennen. Die, die sich darunter jetzt gar nichts vorstellen können, die können ja mal ein altes Let's Play abchecken von damals. So, Leute, ihr merkt schon, ich mache hier ganz wild im Menü rum, hier, damit einfach ich sehe, dass der Controller noch geht. Weil ihr müsst wissen, es ist mittlerweile die vierte, fünfte Aufnahme, die ich mache. Da entweder der Controller zwischendurch nicht mehr ging oder einfach das Spiel abgestürzt ist. Oder habt ihr nicht gesehen? Also das Spiel und der Controller, alles ist gegen mich heute. Aber hey, wir gucken einfach mal, ob alles funktioniert jetzt. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. So, Sprache Deutsch. Yeah. Steuerung, ja, die kann man leider nicht konfigurieren mit dem Pad. Ist ein bisschen blöd, aber egal, mal gucken. So, Graphic Options, 3D Quality Maximum. Ja, und den Rest kann ich nicht einstellen oder was. Aber es steht anscheinend alles auf Maximum, von daher passt das schon. So, Sound ist okay, kann man lassen. So, Leute, würde sagen, wir legen los. Ich bin sowas von gespannt. Ist für mich auch komplett blind, gerade erst runtergeladen und ich wollte es mit euch gemeinsam zocken. Mal gucken, wie viel Evolution uns in diesem Spiel gezeigt wird. Let's go! Let's go! Moment. Zu jung zum Sterben. Also, das ist einfach. Viel Spaß mit dem Abenteuer. Klassisch, Schwert, aber fair. Was? Ach, schwer, aber fair. Schwert, aber fair. Herausforderung, das wollt ihr nicht wirklich. Nee, wir machen einfach klassisch, ganz normal. Ja, passt. So, los geht's. Hallo, Chi. Chi. Wir beginnen jetzt mit eurem täglichen körperlichen Training. Wer redet da? Oh. Bei Ertönen des Signals bewegt euch nach rechts. Okay. Let's go! Glückwunsch, Chi. Wer spricht da mit mir? Ich weiß nicht, wie ich die Stimme machen soll. Weiter mit den Übungen. Bei Ertönen des Signals bewegt euch nach links. Das ist mega schwer bis jetzt. Let's go! Ach, dieser schöne alte Stil. Ja, so hat Teil 1 auch angefangen. So ganz klein, verpixelt und dann wurde es immer schöner. Ich bin so gespannt, wie es wird. Gut gemacht, G oder Chi, Gangster. jetzt seht euch um. Jetzt seht euch um. Dann nach oben und dann nach unten. Okay. Hä? Wow. Was? War das gut? Es war anscheinend voll gut. Sehr gut. Ihr solltet jetzt den überwältigenden Drang spüren, diesen Raum zu verlassen. Oh yeah. Leute, wir sind irgendwo und nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und wir können das Ganze auch mit dem Analogstick steuern. Sau cool. Oh, ich kann sogar auf den... Das ist ein Teppich. Ich dachte gerade noch, das wäre eine Wand. Okay. So, wir können anscheinend noch nicht so viel. Oh, wow. Okay, das sind wir anscheinend. Der G. Wir haben 30 Herz, 10 Angriff und 10 Verteidigung. Das ist sehr verwirrend. Ein leeres Inventar und Sachen, die man einstellen kann. Was? Euren Fortschritt geht verloren. Trotzdem verlassen? Nein, nein! Nein! What? Lass mich in Ruhe. Egal, wir gehen weiter. Perfekt! Chi, sehr gut! Ich hab's so drauf. Ihr wisst jetzt, dass die Welt nicht auf einem einzigen Raum beschränkt ist. Schaut darüber hinaus. Oh.
Hervorragend, Chi. Wie ihr seht, blockiert ein Gebüsch euren Weg. Ihr solltet jetzt ein irrationales Verlangen spüren, es mit dem Schwert, das wir euch zur Verfügung gestellt haben, niederzuhacken. Ja, ich hab so diesen Drang danach. Oh Leute, beim Schwert, ist das nicht cool? Geil. Yeah! Wow, mit einem einzigen Hieb alles kalt gemacht. Oh, Glückwunsch! Ihr seid sehr stolz darauf, dieses Gebüsch niedergehackt zu haben. Ausrufezeichen, das ist eine Aussage, ne? Okay, ich bin mega stolz. Zur Belohnung werden wir ein wenig Entspannungsmusik spielen. Oh Leute, die Mucke geht los. Oh, so schön. Gut. Die Musik gefällt euch. Ja, die ist echt gut. Setzt euren Weg fort. Geh. Ich will einen anderen Namen. Ich will nicht Geh oder Chi heißen. Ah, egal. Wir werden nun... Was? Das ging zu schnell. Hoppla, wir bedauern einen Fehler des Computers. Okay, so schnell konnte ich auch gar nicht lesen. Ich will mir das Video nochmal angucken hinterher und gucken, was da steht. Okay. Kurz gesagt, kämpft. Oh mein Gott. Yeah. Kommt doch alle her. Oh, das ist voll das typische Zelda-Gameplay bis jetzt irgendwie. Und es gefällt mir einfach. Gute Arbeit, Chi. Ihr seid stolz auf euren Kampf. Punkt. Wie diese Stimme aus dem Off mir einfach sagt, wie meine Gefühle sind. Das ist so gut. Hat er gesprochen die ganze Zeit? Das ist er also. Ja, ich bin es. Er hat alle Prüfungen mit fliegenden Fahnen bestanden. Yeah. Ja, er ist genau der Richtige für die Aufgabe, mit der wir ihn zu gedenken. Ich kann nur hoffen, dass ihr recht habt. Ein einziger Fehltritt könnte das Ende der Zeit selbst mit sich bringen. Seid euch gewiss, Professor. Wir haben die Sache auf Herz und Nieren geprüft. Alles wird laufen wie geplant. Gut, dann werden wir die Maschine endlich aktivieren können. Trefft die nötigen Vorbereitungen. Jawohl, Professor. Was geht hier ab? Okay, ich bin verwirrt. Okay. Schwarzer Bildschirm. Wow. Im Jahre 950 bekämpften sich Menschen und Dämonen in einem erbitterten Krieg. Wow, was geht denn jetzt ab? Sieht immer mega cool aus. Das Reich der Menschen trug den Sieg davon, doch der Preis war hoch. Yeah, wir haben gesiegt. Alter, sieht das nice aus! 50 Jahre sind seitdem vergangen und die Stadt Genua ist im Begriff, die Festlichkeiten zum Gedenken des Siegs vorzubereiten. Ist ja voll der Anime-Stil hier. Doch der Friede drückt. Oh no. Okay, was geht hier ab? Die haben beide bloß ein Auge rechts und links. Oh. Oh, oh, das sieht so richtig geil aus, wie in so einem alten SNES-Spiel. Es ist so gut. Ich weiß jetzt schon, dass das Spiel göttlich wird. Es ist einfach so. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Ihr seid wach? Fühlt ihr euch besser? Mein Vater hat euch ohnmächtig tief im Wald gefunden. Ihr erinnert euch an gar nichts? Selbst euren Namen nicht? Darf ich mir selbst jetzt einen Namen geben? Weil Chi fand ich ein bisschen blöd. Vielleicht würde ein Besuch im Wald eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Da fällt mir ein, ich habe mich schon gar nicht vorgestellt. Ich heiße... Ach, ihr darf ich einen Namen geben. Aber Fina hört sich auch cool an. Ich mag ihr eigentlich, wenn die vorgegebenen Namen verwendet werden. Von daher, Fina, das passt. So, ich hoffe, euch gefällt... Was? Ich hoffe, euch fällt bald wieder alles ein. Yeah. Ah, so schön. Könnt ihr mit dir reden? Ich hoffe, ein Besuch in dem Wald, Besuch in dem Wald, in dem mein Vater euch gefunden hat, wird eure Erinnerung auf die Sprünge helfen. Das hoffe ich auch. So, was geht denn jetzt hier ab? Was können wir hier... Können wir irgendwas machen? Wow, das Menü schon wieder. Es kommt immer so plötzlich. Ich drücke einfach alle Tasten und plötzlich erscheint es. Das ist so gut. Aber wir haben immer noch nichts Besonderes am Stissel, von daher... Würde ich sagen, wir können hier, denke ich, auch nichts anderes machen. Gehen einfach mal raus.
checken wir mal die Lage ab hier. Okay, großes neues Dorf. Hey, seid ihr nicht der junge Mann, den ich im Wald gefunden habe? Ach, du bist schon der Vater oder was? Fina hat sich schon Sorgen um euch gemacht. Vergesst nicht, ihr zu danken, wenn ihr die Gelegenheit habt. Wenn ihr in den Wald gehen möchtet, nehmt den Weg über die Brücke und wendet euch gen Norden. Aber besorgt euch lieber eine Waffe, bevor ihr aufbrecht. Okay, wir müssen nach Norden zum Wald, aber wir brauchen noch eine Weapon. Dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Weapon finden. Oh, das sieht sehr stark nach Harvest Moon aus hier alles. Normalerweise würde ich jetzt meinen Waldspaziergang machen, aber neulich ist dort eine Horde Monster aufgetaucht. Das war genau, als Finnrost euch hergebracht hat. Finnrost. Sie haben euch wohl angegriffen, wat? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. What's happening here? Hi, ich habe gehört, dass auf der verfluchten Insel Piraten lagern. Bisher haben sie nur Schiffe der Händler von Sera angegriffen. Angeblich werden sie von einem Riesen mit einem gigantischen Schnurrbart eingeführt. Ich finde Schnurrbärte attraktiv. Das freut mich für dich. Kann ich da nicht rein? Ich kann da nicht rein. Okay, gucken wir uns einfach mal weiter um. Wow. Wie ich immer so überrascht bin, wenn mir was Neues passiert. So, wow. Aber hey, merkt man eigentlich, dass ich so voll so positiv angespannt glücklich bin über das Spiel. Das ist so gut. So, was steht hier? Am Grunde des Brunnens könnt ihr die Überreste eines Abenteurers ausmachen. Wer wäre so töricht, in einen Brunnen zu steigen? Ja, eigentlich hatte ich es vorgehabt gerade. Aber gut, lassen wir das. Als der Krieg gegen die Dämonen vor 50 Jahren endete, trug das Kaiserreich den Sieg davon. Seither herrscht Frieden, aber man weiß ja nie. Lieber gehe ich joggen, um in Form zu bleiben. Geh doch mal joggen. Können wir auch schneller rennen? Der Typ, der rennt mir ein bisschen lahmarschig. Irgendwie so ein bisschen. Und ich hätte gerne ein Schwert. Hast du ein Schwert? In diesem Dorf ist es sterbenslangweilig. Wie gerne hätte ich zu Zeiten des Kaisers Lothair gelebt. Wer weiß, womöglich hätte ich als General seine Armee gegen Dämonen gekämpft. Oh yeah. Oh, hier ist alles so friedlich. Ist eigentlich mag ich anfangs Dörfer in Rollenspielen immer ganz besonders gern. Diese Atmosphäre ist immer so... Ah, die lädt einen richtig in so ein Spiel ein. So, hier ist das Inn, also quasi das Hotel. Und hier gibt's Weapons. Dann wollen wir gleich mal abchecken, ob wir ein Weapon finden. Hi, willkommen bei Krims und Grams. Hier findet ihr alles mögliche, alle möglichen Krimskrams. Allerdings habe ich derzeit gar nichts auf Lager. Die Straße zur Hauptstadt des Kaiserreichs wurde durch einen Felssturz blockiert. Es wird vermutlich noch ein paar Tage dauern, bis sie geräumt ist. Ja, ich weiß. Schon wieder ein Felssturz. Es kommt mir vor, als gäbe es jeden zweiten Tag einen. Seid ihr nicht auf der Suche nach einer Waffe, um sie in den Wald mitzunehmen? Könnte sein, dass ihr eine in dem alten Haus im Nordosten des Dorfes findet. Okay, Nordosten, oben rechts. Aber es steht leer seitdem. Na, gib mir einen Key. Lieber sage ich vorerst nichts mehr. Nicht mehr. Was? Wie? Macht euch auf die Suche nach dem alten Poler. Was zur Hölle? Er hat den Schlüssel. Aber nehmt euch in Acht. Er ist nicht der umgänglichste. Besonders wenn ihr ihn beim Angeln stört. Okay, ein Angler quasi. Also müssen wir jetzt so einen Angeltypi finden. Vielleicht auch mal ganz kurz im Innen vorbeilucken. So. Hi. Dieses Gasthaus wurde bereits kurz nachdem Finans Großvater das Dorf gegründet hat, gebaut. Wir heißen alle Reisenden willkommen, die hier einkehren möchten. Nun ja, außer Dämonen natürlich. Sie werden hier keinen Fuß durch die Tür bekommen. Kann ich bei dir übernachten oder so? Oder speichern wäre eine Idee. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich mache hier gerade so ein Let's Play und... Ich würde gerne nach dem ersten Part gucken, ob alles mit den Aufnahmen stimmt. Ich glaube, das interessiert. Ach, Moment! Guck mal oben rechts. Diskette. Nochmal oben rechts. Diskette. Ha, cool. Das speichert automatisch. Das ist schön. Das freut mich. Disketten. Ich habe schon lange keine Diskette mehr gesehen. Sag das bloß nicht, Fina, aber ich bin ihr irgendwie neidisch. Sie ist die Tochter des Häuptlings und sie ist so niedlich und lebenslustig. Und dann hat sie anscheinend noch magische Kräfte. Obwohl, ihre ganze Familie ist ein bisschen komisch. Oh, ich habe so das komische, coole Gefühl, dass Fina eventuellos
Oh, da ist der Kollege. Dass die eventuellos unsere Kompanin wird und die Magikerin wird. So, warte mal, kann man noch woanders hingehen, bevor wir jetzt... Moment, kann man hier so rein vielleicht? Nee, hätte ja sein können. Ach, hier kann man rein. Moment, bevor wir jetzt zu dem alten Kollegen da gehen. Kann man sich noch ein bisschen umgucken. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben. Na gut, gehen wir halt zu einem alten Knacker, der allen Anschein nach... Also, der allen Anschein nach den Schlüssel für das leerstehende Haus hat. Mal gucken. Hey, Kollege! Was für ein herrlicher Tag, um in Frieden zu angeln und sich von nichts und niemanden stören zu lassen. Naja, fast niemanden. Was? Der Schlüssel zu dem alten Haus? Vielleicht habe ich ihn. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Wie wäre es, wenn ihr mir dafür einen Gefallen tätet? Ja, okay. Wisst ihr, ich habe da so ein Fischproblem, dem ich einfach nicht Herr werde. Vielleicht kann mir ja ein junger Kerl wie ihr da helfen, ne? What? Das geht jetzt ab. Okay, Angelrouten. N01 und so. Meine Angelrouten haben sich völlig verheddert. Ich kann sie gar nicht mehr auseinanderklamüsern. Folgt überall, wo sie sich kreuzen, der Linie nach rechts oder nach links. Welche Angelrute soll ich benutzen, um den Fisch zu fangen? Ach, so läuft der Hase hier. Versteh schon, Moment. Das schon mal nicht. Nee, Moment. Die Nummer 4? Moment, zack, zack. Ja, also die 4, ne? Also da runter, also da links, dann nochmal links, dann nochmal links, dann rechts und dann mal Fisch. Also die 4 müsste es eigentlich sein. Gucken wir mal, ob das hier... Wow. Das erinnert mich auch an irgendein Spiel. Ganz nebenbei, Leute, das können wir echt mal einführen, weil dieses... Also Evoland hat ja Anspielungen auf was weiß ich wie viele andere Spiele und ich werde hundertprozentig nicht alle kennen, ja? Und falls ich mal auf irgendwas nicht anspreche oder euch halt gezielt auch frage, dann könnt ihr ja mal euer Fachwissen ein bisschen preistun und in die Kommentare schreiben, aus welchen Spielen das ist. Das würde mich echt mal interessieren. Und da würde mich auch mal halt, da kann ich auch gucken, was ihr so kennt. Das wäre eigentlich ganz cool, von daher... Lass uns mal ein bisschen Spieleraten machen bei dem Spiel hier, weil hier gibt's wirklich haufenweise Anspielungen. So, was sagt denn der Alte? Danke für eure Hilfe. Da nehmt diesen alten Schlüssel dafür. Ich kann damit eh nichts anfangen. Oh yeah. Oh, gefunden, den Schlüssel zum alten Haus. Anleitung, in das Schloss der richtigen Tür stecken und dann umdrehen. Danke für diese Anleitung. Ich bin mal gespannt, wo wir hier überall hinkommen. Ich habe im Trailer schon so ein paar Sachen gesehen, aber ich denke, das Spiel wird so viele krasse Überraschungen haben. Das wird so gut, Leute. Es wird ein Fest von ganz viel verschiedenen Game-Elementen, von ganz viel verschiedenen Gameplay halt, von verschiedenen Bit, also 8, 16, 32, 3D. Es ist einfach alles in dem Spiel. Und ich glaube, dieses Overlay, also dieses Hauptding, ist halt so ein bisschen rollenspielmäßig aufgebaut wieder, wie Teil 1. So schön. Was ist denn eigentlich die Zeit? Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit, sehe ich gerade. Ich dachte, wir wären schon am Ende. Moment, da wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir den Schlüssel benutzen können. Anleitung, in das Schloss der richtigen Tür stecken und dann umdrehen. Ja, das habe ich vorgehabt. Das ist doch hier die richtige Tür. Man muss das irgendwie ausrüsten oder so? Ich verstehe es gerade nicht. Hä? Moment. Ich habe gehört, dass auf der Insel das Haus alles schon mal erzählt. Hä? War das nicht das Haus? Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt? Moment. Was gibt's denn hier oben noch? Hier geht's ja noch weiter. Oh, hier sind noch mehr Häuser. Okay, Moment. Da muss ich mal gucken. Was bist denn du? Habt ihr von Nymphen gehört? Nö. Sie sind merkwürdige Geschöpfe, die jenseits der Zeit existieren. Manche Leute behaupten, dass vor langer Zeit eine Nymphe hier in der Gegend lebte. Was wohl aus ihr geworden ist? So, ist hier vielleicht irgendwo... Aha, hier kann ich rein. Okay. Das ist natürlich wieder was anderes. Das ist auch ein bisschen größer als da oben dieses mickrige, komische Ding. So, da rechts und links ist nichts mehr. Aber die Zeit für den heutigen Part ist auch vorbei. Ich würde sagen...
diese Spannung lassen wir uns für den nächsten Part. Da gehen wir im nächsten Part in das Haus und gucken, ob wir eine Waffe finden. Und dann können wir auch schon ab in den Wald gehen und vielleicht unseren Erinnerungen mal wieder ein bisschen auffrischen. Leute, schreibt eure Meinung zu dem geilen Spiel mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich das Let's Play. Und dann hoffe ich, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich freue mich sowas von. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschaußen!